Warum unterstützen wir Adobe Express oder Canva? Wir haben letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert und haben natürlich auch einen Rückblick gemacht, mit was haben wir angefangen. Und wir haben angefangen mit InDesign, dem kommenden Kreativtool, den kreativen Daten an die Hand zu geben, dass sie Standard-Routine-Aufgaben zu automatisieren. Also vor 20 Jahren sind wir angetreten zu sagen, wir verknüpfen die Produktdaten aus dem PIM-System und stellen diese in den kreativen Prozess im InDesign zur Verfügung. Das war unser Einstieg und ich denke, es hat sich viel geändert. Manche Dinge entwickeln wir machen wir neu und manchmal, wenn man in der Filmzitat oder in der Filmwelt bleibt, machen wir auch einen Reboot. Und deswegen machen wir den Reboot, nämlich die Produktdaten aus dem PIM-System den digitalen Kreativen zur Verfügung zu stellen.